Mit ihm begann vor fast 70 Jahren alles. Der Bulli. Über 6 Generationen hinweg wuchs er zu einer der Ikonen der Nutzfahrzeuge heran und wurde weltweit knapp 12 Millionen Mal verkauft. Jetzt präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeuge mit dem T6.1, das neueste Update der Baureihe. Doch auf den ersten Blick scheint sich der neue zumindest optisch kaum von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Unter Bulli-Fans und Autojournalisten stellt sich da schon mal die Frage. Ja, ich habe ja den T6 und jetzt frage ich mich, warum soll ich mir einen T6.1 kaufen? Von außen fallen die Änderungen minimal aus. Ein neues Typenschild an der Seite, ein größerer Kühlergrill und eine neue Lichtgrafik. Das war es auch schon. Also, ob man das jetzt größere Haifisch mal da unten braucht, weiß ich jetzt nicht. Aber es macht ihn zumindest da mit den Lufteinlässen da vorne noch ein bisschen breiter, noch ein bisschen stämmiger. Ne? Die Dachhutze da oben, die gefällt mir allerdings nicht so sehr. Dennoch waren die Volkswagen-Ingenieure keineswegs untätig. Vielmehr lag der Fokus bei der Entwicklung des Bulli-Updates auf dessen inneren Werten. Wir haben bei dem Bulli T6.1 jetzt jede Menge neue Fahrassistenten im Fahrzeug drin, beispielsweise Lane Keep Assist, Seitenwind Assist. Ja. Man kann automatisch einparken, ohne selber lenken zu müssen. Ja, man kann, wenn man rausfährt, bremst das Auto automatisch. Eine sehr starke Erhöhung von Komfort und Sicherheit. Das ist die eine Komponente, wo wir sehr viel Geld und Zeit investiert haben. Und dann haben wir das ganze Innenraumkonzept vorne modernisiert. Ja, und wir werden mit dem Fahrzeug die neuesten Infotainment-Systeme des Volkswagen-Konzerns in den Markt einführen, gemeinsam mit unseren Kollegen, die den Passat in den Markt bringen. Möglich wurde der Einbau der neuen Assistenzsysteme durch einen Wechsel der Lenkung. Erstmals im Bulli ist sie elektromechanisch und nicht mehr hydraulisch, wie noch bei den Vorgängern. Ebenfalls neu im Innenraum ist das digitale Cockpit und die neue Generation des Infotainment-Systems, kurz MIB3. So erhält das Bulli-Update Zugang zu Online-Diensten und Internetradio. Für den nötigen Stauraum sorgen große Ablageflächen im Armaturenbrett. Na, äußerlich sieht man ja kaum was, außer das Hörnchen oben drauf finde ich nicht ganz so schick. Aber was ich natürlich gut finde, ist die elektromechanische Lenkung, die sie jetzt eingeführt haben. Ein Einparkassistent, ein Spurhalteassistent. Ich denke, da freuen sich viele T6-Fahrer und werden jetzt auch umsatteln wollen, weil man natürlich ein bisschen Fahrkomfort haben will. Auch unter der Haube wurde der Bulli überarbeitet. Die neue Motorenpalette umfasst 2 Liter Turbo-Dieselmotoren mit 66 bis 146 kW Leistung. Darüber hinaus haben wir mit unserem Partner Abt einen batterieelektrischen Antrieb, wo man 200 bis bzw. 400 Kilometer weit kommen kann. Aus meiner Sicht auch ein tolles Angebot für beispielsweise innerstädtischen Lieferverkehr. Bleibt die Frage gelungene Weiterentwicklung oder zu wenig Veränderungen beim neuen alten Bulli? Ja, mein erster Eindruck von dem neuen T6.1 ist im Grunde genommen der gleiche Eindruck, den ich beim T6 hatte und beim T5 auch, weil, ich sag mal, äußerlich hat sich jetzt ja nicht so viel geändert. Aber ich finde es ganz cool, dass sie den MIB3, also diesen modularen Infotainment-Baukasten 3, hier schon drin haben. Das heißt, im Grunde genommen haben sie das Auto jetzt ja auf das aktuelle Level gehoben, was die innere Technik angeht. Und ich glaube, damit ist er ganz gut aufgestellt. Und letztlich muss man sagen, der Wagen hat ja bisher eigentlich alle verzaubert, die ihn gut finden. Also es ist der perfekte Bus. Und warum soll man dann an der Form was ändern? Also insofern alles richtig gemacht, glaube ich, an dieser Stelle. Ich freue mich aber dann irgendwann auch auf den T7. Auf den muss man noch etwas länger warten. Der neue T6.1 steht ab Herbst 2019 bei den Händlern.